Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich war auf der Suche nach einer guten Maus und wollte nicht gleich ein halbes Vermögen ausgeben. Warum habe ich die Kudos Z9 bestellt? Der Look hat mir auf Anhieb gefallen. Endlich eine Gaming-Maus, die nicht schwarz, dunkel, anthrazit oder weiß ist. Das ergonomische Design versprach eine bequeme Handhabung. Technisch hochwertige Komponente, frei belegbare Tasten wurden meine Erwartungen erfüllt? Bauform, Haptik, durch die gummierten Seitenteile und einer tiefen Daumeneinbuchtung sitzt die Kudos sehr gut in meiner mittelgroßen Hand. Tasten, die beiden Haupttasten lösen sehr knackig aus. Die Nebentasten sind sehr gut erreichbar und auch blind zu bedienen, da sie leicht hervorstehen. Durch das Hervorstehen sind die Nebentasten leider etwas wackelig, das stört allerdings nicht weiter. Sensor, bei einer Bandbreite von 50 bis 8200 dpi bleiben keine Wünsche offen. Beleuchtung, war für mich bis jetzt sehr unwichtig. Sehr geil finde ich allerdings, dass der mittlere Leuchtstreifen die entsprechende Profilfarbe annimmt. Diese kann man natürlich nach Bedarf anpassen. Somit weiß ich immer, in welchem meiner Profile ich mich gerade befinde. Treiber: Der Treiber hat alle Einstellungsmöglichkeiten, die ich für wichtig erachte. Alle Tasten bis auf Linksklick, DPI-Wechsel und Profilwechsel lassen sich frei belegen. Es lassen sich bis zu 5 Profile anlegen. Der Sensor lässt sich von 50 bis 8200 dpi frei einstellen. Hierbei kann man 4 Stufen festlegen, durch die man sich on the fly durchklicken kann. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.